Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lumberjacks Dynasty. Ja, wir sind auf dem Heimweg. Wir haben es nochmal bei unserer Liebsten versucht, oder zukünftigen vielleicht Liebsten, der Maria. War leider zu früh. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das, was wir diesen Tag schon mit ihr geredet hatten. Und ja, fand sie nicht so toll. Aber gut, passiert. Da müssen wir noch nicht tanken. Dann können wir den in dem Unterstand da parken. Wobei der hier wahrscheinlich eher tatsächlich für die ganz großen Fahrzeuge ist, ne? Naja, egal. Jetzt haben wir haben sie noch nicht, von dem her können wir das hier. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nochmal 1000er zurückzahle. 3800 haben wir. Dann könnte ich hier eigentlich nochmal 1000er oder 1800 können wir nochmal zurückzahlen. So. Dass man da anteilig immer was. Haben wir hier irgendwelche Kräuter? Sieht nicht so aus. Dass man da anteilig halt langsam aber sicher das Sägewerk abbezahlen. Und hoffentlich bald dann, ja, das uns gehört, ne? Wo kann ich Blumen pflanzen? Irgendwo oder nur im Gewächshaus? Im Gewächshaus macht keinen Sinn, ne? Hi, Oskar. Können wir hier irgendwo Blümchen pflanzen? Wichtiges Kerklerwerkzeug, um Grasboden in Mutterboden zu verwandeln. Benutze. Ah. Okay, wir können das also tatsächlich. Muss ich nur mal gucken, wo pflanzen wir denn am geschicktesten Blumen? Wo sieht das hübsch aus? Hier zum Beispiel. Könnten wir mal versuchen. Gärtnern wir noch ein bisschen. So. Ringelblumen, Sonnenblumen. Sonnenblumen könnten wir hier, oder? Ringelblumen pflanzen, oder? Lockere und hake den Boden vorher. Okay. Das heißt, wir brauchen noch Werkzeuge. Wir brauchen noch Werkzeug. 18:39 Uhr. Hüpfen wir mal kurz hier den Laden da hoch. Vielleicht hat der ja Werkzeug. Hake brauchen wir. Ich gucke immer mal wieder, ob wir irgendwie Kräuter oder Pilze finden, aber. Hast du Werkzeug für mich? Hallo, willkommen in meinem Laden. Danke. Was verkaufst du? Was verkaufst du? Oh, dies und das, von jedem etwas, du weißt schon. Werkzeug, Angelausrüstung, etwas Zubehör, auch Essen für Angler. Was bietest du in deinem Laden an? Werkzeug.
Sonstiges ist das, ne? Eine Hake. Kaufen wir eine. So. Dann können wir... Ups. Zaun. Dann können wir noch vielleicht eben die Blümchen anpflanzen. Mal gucken, wie das so ausschaut. Vielleicht können wir die dann ja auch verkaufen. Oder für... Kann man die dann für Kräuter oder Salben oder sonstiges nutzen? Vielleicht. Schauen wir mal. Was machen unsere Bienen? Nix. Äpfel haben wir auch keine mehr, ne? Doch, da ist noch einer. Ein Apfel mehr, immerhin. Hi, Paul. So. Hake benutzen. Da haben wir das nämlich auch mal gemacht. So. Jetzt dann aber, oder? Ja, jetzt dann. Neun haben wir noch. Bin mal gespannt, wie das aussieht. 5. Sollte auf jeden Fall hier reichen. So. Und dann gießen wir das Ganze vielleicht noch. Benutze Gießkanne. Dass wir das auch gemacht haben. Bin mal gespannt, wie schnell die wachsen. Hi, Paul. So. Weglegen Gießkanne. Sehr gut. Paul. Oskar. Wie komme ich auf Paul? Oskar natürlich. Und hey. Wer bist du? Du hast keinen Namen. Okay. Aber unser Kätzchen ist auch da. So, dann würde ich sagen... Gehen wir mal pennen. Kann ich noch irgendwas kochen? Apfelmarmelade natürlich, aber das will ich nicht. Zucchini in Dosen könnte ich. Gekochte Eier machen wir natürlich auch nicht. Da haben wir... Ne, die Milch brauche ich. Kräutertränke können wir gerade auch noch keinen machen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach pennen. Neuer Tag, neues Glück. Und gute Nacht. So. Es gibt neue Eier im Hühnerstall. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht kriegen wir die 100 Eier jetzt voll. Und es sollten ja auch die Händler wieder genug Material haben. Guten Morgen, Paul. Oskar. Wieso Paul? Namen hab ich's. Gießen wir die gerade noch? Sicher ist sicher. Nicht, dass wir es vergessen. Wäre nicht schön. Kann man die auch ertränken? Ich hoffe nicht. Weil wenn ja, wäre ich ein sicherer Kandidat dafür, das zu tun. So, dann sammeln wir mal die Eier.
Eier, Eier, Eier. Da kriegen wir schon mal einige jetzt. Oh, da sind auch noch mal. Cool. So, sind da oben auch noch welche? Ne, sieht nicht so aus. Gut, Eier haben wir alle eingesammelt. Wie viel haben wir jetzt? 126, sehr schön. Definitiv genug. 100 brauchen wir. Jetzt müssen wir noch Milch und Äpfel besorgen. Jetzt gucke ich nur gerade mal hier noch, wie es unseren Pflänzchen geht. Dann machen wir noch wieder ein bisschen, dass wir an genug Komfort haben. Ja, dauert alles noch. Äpfel sind keine nachgewachsen, fürchte ich. Ne, natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen arg schnell. So. Müssen wir dich bald noch wieder waschen, ne? Ich glaube, das machen wir. So dreckig fahren wir nicht. So. Fahrzeug waschen. So. Hoppala. Jetzt müssen wir die verschiedenen Läden gerade mal abklappern. Welchen von beiden muss ich? Da hoch, okay. Weil jetzt müssen wir noch die restlichen... Achso, ich sollte vielleicht gerade mal die Quest verfolgen. Koch der Köche. Eier benötigt 0. Äpfel noch 9, die sollten wir aber auch zusammenkriegen. Und Milch kriegen wir hoffentlich auch zusammen. Die 27 Liter. Die sollten ja jetzt alle wieder die Vorräte aufgestockt haben, hoffe ich doch. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Kleines, aber feines Problem. So. Guten Morgen. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? Ja, wo, Eier brauchen wir nicht, aber Milch brauchen wir. Die kaufen wir. Und Äpfel hätte ich halt gerne, ne? Aber Äpfel hast du nicht. Schade. Ja. Würste könnten wir noch... Weil die kann ich ja auch gut essen. So, das war's dann. Milch noch 21. Milch kriegen wir hier auch im Café. Hi. Irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass jemand Logan dabei hilft, den Wald in Ordnung zu halten. Hm. Tolle Neuigkeiten. Unsere Wälder sind unser Schatz. Und Logan verdient ohne Frage Hilfe. Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? Sicher. So, genau, bei dir kriege ich nämlich auch noch Milch. Sehr gut. Den Rest kaufen wir nicht. 16 Liter Milch haben wir noch. Dann müssten wir noch zu dem auf der Schanze. Der
ist halt immer so weit weg, ne? Oder wir machen es wie letztes Mal und fahren da ins Dorf und gehen dann halt da hoch zu dem. Das wäre, glaube ich, auch die kürzeste Variante, als bevor wir da ganz hoch eiern. For sale. Ja. Nicht mehr ganz lange, hoffe ich, und wir können die Schilder abhängen. Dann ist das nicht mehr for sale. Das ist das Schöne, was ich ja in der letzten Folge erst entdeckt habe, dass man das tatsächlich peu à peu abzahlen kann und nicht 250.000 ansparen muss. Wir brauchen jetzt halt nur die nötigen Quests, dass wir entsprechend Geld machen können. Weil nur mit Holzhandel werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ja, brauchen wir natürlich auch die nötigen Maschinen noch. Die eine sind wir gerade dabei, uns zusammen zu organisieren. So ein Holztransporter, mit dem wir dann die gefällten Baumstämme transportieren können. Geht halt deutlich einfacher, als wenn wir da immer mit einem kleinen Schlepper unterwegs sind. Und ich nehme an, der kann auch deutlich mehr transportieren. Hoffe ich jedenfalls. So, hier haben wir das Café und den Laden. Da können wir nochmal wegen Milch gucken und dann müssen wir da hoch. So. Hi, Roman. Komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Bin ich mir auch sicher, sonst wäre ich nicht hier. Möchtest du handeln? So, du hast Milch. Ich versuche das immer rüber zu ziehen. Leider keine Äpfel. Ein Gourmet-Rezeptbuch. Das kaufen wir mal. Eins auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht bei den anderen auch gucken, was die da verkaufen. So. Musste ich das lernen? Buch lesen. So, wir haben neue Rezepte für Eierspeisen kennengelernt. Sehr gut. Weil Eier haben wir ja. Sprechen mit Jessica. Hi. Hi. Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? Sicher. Du hast nämlich auch noch Milch. So. Milch benötigt 0. Jetzt brauchen wir noch Äpfel. Wo kriege ich... Ich meine, der da oben, der hatte Obst, ne? Jetzt müssen wir halt wieder hochklettern. Das haben wir aber ja letztens schon mal mit Erfolg gemacht. Geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir da die Straße, den Berg hochfahren. Weil da müssen wir erst komplett auf die andere Seite. Und dann noch eine ewig weite Strecke den Berg hoch. Da sind wir so schneller unterwegs. Auch wenn das hier oben ein wenig zäh wird. Aber er schafft's und das ist das Wichtigste. Ich hoffe ja mal, das scheitert jetzt nicht an den neuen Äpfeln, ne? Das war ja fatal. Mann, ich muss jetzt halt einfach alle Marktstände mal abklappern, ob wir irgendwo noch Hallo. Äpfel finden. Kann ich dir etwas anbieten? Ja, Äpfel. Möchtest du handeln? Da hat auch keine. Milch hat er, aber was will ich mit Milch? Ich brauche Äpfel. 9 Äpfel brauche ich noch.
Wo kriegen wir Äpfel her? Wachsen da irgendwo noch welche, die ich nicht gesehen habe? Alle hopp. Müssen wir nochmal die weiteren Verkaufsstellen angucken. Ne? Wahrscheinlich hatte die eine nur Äpfel, weil ich der mal welche verkauft hatte. Habe ich noch anderen Äpfel verkauft? Gucken wir mal. Da waren wir gerade. Da waren wir jetzt auch. Da gibt es wieder ein verlorenes Schaf zu finden. Das können wir eigentlich gerade noch nebenher machen. Weil hier oben gibt es dann ja auch nochmal den Shop. Da können wir hin. Finden nochmal ein verlorenes Schaf. Okay, fahren wir hin. Gerade wie ich da am geschicktesten hinkomme. Dadurch, ne, oder? Wir brauchen noch Äpfel. Falls jemand Apfelbäume sieht, schreit. Aber wie ich sehe, ist die Folge eh gerade um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.